Es beginnt mit BHSF. Von den drei Partnern sind zwei heute bei uns und sie werden gemeinsam die Präsentation bestreiten, Axel Humpert und Tim Seidel. Also Tim hier bei mir, Axel sozusagen in Blau. Axel hat studiert in Graz und an der ETH Zürich, Tim an der TU Darmstadt und ebenfalls in der ETH Zürich und anschließend haben beide bei Miley Peter gearbeitet. Sie haben dann, was für mich natürlich sehr interessant ist, als jemand, der mit der Architekturpublizistik befasst ist, Sie haben dann, bevor sogar ihr das Büro gegründet habt, die Zeitschrift Kammenzind gegründet, die es mittlerweile leider nicht mehr gibt, aber es gab noch eine sehr schöne Beerdigung vor einigen Jahren. Also begonnen eigentlich auch mit journalistischer Tätigkeit und dann 2007 die Gründung des Büros BHSF in Zürich und das muss man vielleicht auch erwähnen, seit 2015 lehrt ihr beide Architektur und Konstruktion an der FHNW in Muttenz. So, dann ist das Mikrofon bei euch und die 6 Minuten 40 Sekunden starten. Dankeschön. Muss ich auf irgendwas draufdrücken, damit es anfängt? Ja, wir sind BHSF aus Zürich, wie schon gesagt. Von links nach rechts Tim Seidel, Axel Humpert und der heute nicht anwesende Benedikt Buchsheim. Unser Büro ist nicht nur eine Zweckgemeinschaft, vielmehr verbindet uns neben Freundschaft und der Vorliebe für hervorragende Filme auch ein gemeinsamer biografischer Hintergrund und das Interesse für relevante Themen an der Schnittstelle zwischen Architektur und Gesellschaft. Am Anfang steht also eine zeitgleiche Jugend in derselben Nachkriegs-Petrischale, eine Sozialisierung fernab der architektonischen Kontinuität der Schweiz, die unser Auge für Dinge geschärft hat, die die Generation unserer Großeltern am liebsten wieder entfernt oder zurückgebaut hätten. Unseren Nährboden seht ihr hier in einer Aufnahme von Bene Redmann aus Essen. Die ultimative Bedingung unserer Gesellschaft und damit auch der Architektur in der Gegenwart ist der Klimawandel. Während unseres Studiums eigentlich bereits messbar, aber noch kein Thema der Ausbildung, beschäftigen wir uns seit der Gründung des Büros mit architektonischen Strategien, wie man in, mit und auch gegen den Klimawandel entwirft und baut. Mit einem durch die graue Architektur Deutschlands geschärften Blick und der Klimakrise im Nacken nehmen wir uns also seit der Bürogründung den Schmankerln der Schweizer Architekturlandschaft an. Und das auf allen Maßstäben. Hier ein eindrucksvolles Beispiel, 135 mal 36 Meter Leerstand, voraussichtlich bald Alterszentrum Wohnen, Coworking und Gewerbe in Niederhasli. Aber auch hier in Bern. Links das ehemalige Lager der Tobler Schokolade an der Güterstraße 8. Die Stadt Bern inkludierte dieses robuste Gebäude in den Wettbewerb für die Neubebauung des Areals der ehemaligen Kehrichtverbrennungsanlage rechts und budgetierte den Abriss sogleich. Wir gewannen den Wettbewerb mit der These, dieses Gebäude zu erhalten und umzunutzen. Im städtebaulichen Ideenwettbewerb für das gesamte Areal waren sogenannte Sonderwohnformen gefordert, die wir zu 100% im Tobler Gebäude untergebracht haben. So konnten die übrigen Baufelder von dieser Anforderung befreit mit konventionelleren Wohnbautypologien bespielt werden. Ungewohnte Geometrien machen erfinderisch. Das erhaltene Gebäude prägt den neuen Städtebau des gesamten Areals. Es gibt den industriellen Maßstab der Volumen und die Längsorientierung der Außenräume vor. Es vernetzt das Areal zeitlich und räumlich mit der industriellen Vergangenheit und dem angrenzenden Gewerbegebiet. Es nimmt in seinem Sockel gemeinschaftliche Funktionen des Areals auf und wird so zu seinem Zentrum. Die Bauherrschaft für dieses Gebäude bildete sich erst nach unserer Rettung des Gebäudes. Gelegenheit macht Genossenschaft, sozusagen. Und zwar eine, die mitgestalten wollte. Im Rahmen unseres ersten Großprojekts also auch partizipativer Planungsprozess. Schön hatten wir 8 Jahre ab diesem Zeitpunkt bis zum Baustart. Von der bestehenden Struktur des Gebäudes blieben 20.000 Tonnen Beton immerhin erhalten. Lediglich das Silo wird abgebrochen und mit verdichteten Geschossen aufgefüllt. Das Gebäude wird gegen Erdbeben ausgesteift und die immensen Traglastreserven erlauben eine dreigeschossige Aufstockung in Holz mit Dachterrasse und Photovoltaik-Pergola obendrauf. Zeitgleich zur Güterstraße waren wir mit unserer altersschwachen Architekturzeitschrift Kammenzind in Belgrad in einem Plattenbau aus dem Jahr 1961 untergebracht. Ein Erlebnis, das uns nachhaltig beeindruckt hat. Die Erkenntnis, dass eine sozialistisch, sensibel programmierte Mieterschaft viel wichtiger für das Gelingen eines Wohnhauses ist, als die Architektur selbst, ist uns in Belgrad klar geworden. Diese Erkenntnis deckt sich mit den Zielen unserer belastbaren und ambitionierten Bauherrschaft. Auch Sie sehen das Haus zunächst einmal als sozialen Organismus, der Raum für vielfältige Wohn-, Lebens- und Arbeitsformen bieten soll.
Von außen sind zwar Elemente der neuen Wohnlichkeit sichtbar, das Gebäude verträgt aber eine sehr direkte Materialität und Reminiszenzen an die industrielle Vergangenheit. Um die für uns ungewohnten Dimensionen im Inneren zu bezwingen, haben wir uns bereits im Wettbewerb 2012 und eigentlich auch davor bei Lacaton Vassal darüber orientiert, wie unverkrampft man sich mit teilweise schwierigem oder scheinbar wertlosem Bestand auseinandersetzen kann. Hier eines unserer Referenzpunkte, das Palais de Tokyo aus dem Jahr 1937 bzw. 2012. Diese Strategie sieht man im Foyer, im oberen Hofgeschoss, Ankunftsort für alle Nutzenden im Gebäude, Kreuzung verschiedener Wege durchs Haus, Raum für Kunstinstallationen, Vorplatz des Selbstbedienungsladens, wie auch des Gemeinschaftsraums und vor allem Kinderspielplatz. Aneignbar und durch die Aneignung gleichermaßen roh wie auch bunt. Und auch auf der Ebene der fehlenden Eitelkeiten haben uns Anne Lacaton und Jean-Philippe Vassal einiges vorgemacht. Hier eine der berühmten Aufnahmen aus dem Tour Bois le Prêtre von Philippe Ruot für die Ausstellung 2012 im Dam in Frankfurt. Wir konzentrierten uns also auf die Kontrolle der schieren Dimension des Bestands, um guten Raum für Aneignung zu schaffen. Diese Dimension und die Maßstabssprünge zwischen der neuen Nutzung und der vorhandenen geometrischen Struktur sind Anregung und Konflikt zugleich. Sie zwingen uns, genau hinzuschauen und Qualitäten zu erkennen. Neue Typologien sind zu erforschen und manche Sachen muss man auch einfach zulassen und gut finden. Die Wohnungen sind mit dem Bestand entworfen und profitieren von dessen Dimensionen. Die Wohnräume sind überhoch wie in einem Renaissance-Palazzo. Galerieebenen lassen Spielraum zum Selbstausbau wie in dieser Clusterwohnung für drei Familien. Neue Nutzung und alte Struktur sind robust genug für eine bunte Koexistenz. Diese Postkarte des Filmemachers und Autoren Rainer Komas, die ich im Atelier von Werner Nekes und Dore Owen Mühlheim an der Ruhr gefunden habe, fasst sehr gut zusammen, warum wir im Loft zum Selbstausbau noch einen Schritt mehr die Kontrolle verloren haben. Unser Verdienst liegt hier einzig und allein im Bezwingen der sehr einengenden Richtlinien des Brandschutzes. Dieses Selbstbauloft, auch bekannt als Hallenwohnen, ist die wohl egalitärste Wohneinheit an der Güterstraße. Nur mit Wasser- und Elektroanschluss ausgestattet, hat die Bewohnerschaft über Monate ihre eigenen fixen Installationen und vor allem beweglichen Schlafkojen in dem Raum unter dem Dach der ehemaligen Anlieferung gezimmert. Und wer jetzt denkt, dass wir an der Güterstraße eine einmalige Ausgangslage hatten und mit einer einmaligen Bauherrschaft, der sei eines Besseren belehrt. Hier eine Visualisierung zu unserem momentan laufenden Umbau- und Aufstockungsprojekt in Thun. Ein Infrastrukturgebäude der Swisscom aus den 70er Jahren mit fast identischen Dimensionen und einer sehr privatwirtschaftlichen Bauherrschaft. So wie wir angefangen haben, wollen wir auch aufhören. Mit dem Abspann des Films Johnny Flash, der in Mühlheim an der Ruhr spielt, von Werner Nekes gedreht wurde und Helge Schneiders Durchbruch bedeutete. Johnny und seine Mutter laufen auf den Schienen der Tram von Mühlheim nach Essen, nachdem Johnny seinen Durchbruch als Schlagersänger feiern konnte. BHSF, Schlagersänger der Architektur. Bravo.